Dieses langsame Absinken macht mich fertig. Ja, das ist auch so ein bisschen. Ich finde, alles, was dein Movement verändert, ist immer so ein bisschen ungewohnt. Oben links ist wieder ein Minispiel. Okay. Ugh. Schmeiße weg. Weg damit! Nabend! So. Der Kufengrind? Kufengrind? Drücke Arm zu grinden. Ich will aber nicht grinden, das ist immer so langweilig. Grinde nicht auf schwarzen Abschnitten. Hä? Okay. Also quasi einfach rechtzeitig loslassen. Genau. Als ob. Das ist interessant. Immerhin habe ich ein Leben bekommen. Okay. Na gut, dann können wir mal in Level 2 reingehen und gucken, was wir da für Fähigkeiten. Ein Schwein! Für Fähigkeiten bekommen. Gar keine. Ich ging auch nicht davon aus, dass ich jetzt die Schweinefähigkeit bekomme. Wer kennt sie nicht? Kirbys Schweinefähigkeit. Unten sliden. Wie slidet man? Unten springen. Unten springen. Im Laufen wahrscheinlich. Ne, eigentlich nur unten gedrückt halt und springen dann. Oh, okay. Stachel oder Igel. Aber es ist, glaube ich, das Gleiche. Okay. Aber die Farben sind sehr schön im Hintergrund. Aber ich finde generell immer so Strand und Meer super schön. Aber es ist immer von uns aus schon ein bisschen zu fahren, also zu weit, um es mal eben zu machen. Und Urlaub ist halt auch immer so. Okay. Urlaub ist halt, wie gesagt, immer, muss halt recht weit fahren, dann ist es auch nicht gerade günstig und dann musst du auch gucken, dass sich jemand um die Meerschweinchen in der Zeit kümmert. Ne? Also es ist immer so mit einigen Sachen verbunden. Elektro ist dann natürlich nicht so die allergeilste Fähigkeit. Kannst du dich mal entscheiden, wo du hin willst? In dich rein. Natürlich. Junge! Was ist da los? Und spuck den Stern einfach auf ihn. Nein! Willst du ihn nicht haben? Doch. Aber ich wollte ihn trotzdem mit meiner Fähigkeit besiegen. Okay. Und hallo, Gracie. Okay. Ich bin schneller als der Wind. Turbo schnell. Zu schnell! Okay. Ah, ich dachte irgendwie, da wäre Maxi-Tomate, aber das war nur der dumme Apfel. Also das ist jetzt auch nicht so meine präferierte Fähigkeit zum Erkunden. Einfach durchfahren. Das ist die ganz witzig. Also für solche Abschnitte, die darauf ausgelegt sind, ja, aber an sich. Also für sowas kann ich dann auch Sonic spielen. Nur, dass es hier angenehmer ist. Müssen wir das jetzt eigentlich auch noch machen, das Bomben-Minispiel? Kriegst Leben. Das stimmt. Wen mobben wir zuerst raus, Chat? Welche Farbe? Wer von denen ist am uncoolsten? Meinst du der Gelbe? Es war rot. Kuro hatte recht. Ja.
Der Gelbe hat sich irgendwie wacker gehalten. Lass mich in Ruhe. Der kam schnell. Holy shit. Auf die Türfarbe vom letzten Level. Von 2 meinst du? Oder? Was ist das letzte Level? Ach, von 3. 3 ist orange. Die anderen sind gelb. Was laberst du? Was möchtest du von mir? Also ja, es ist eine andere Farbe. Das stimmt. Es ist quasi reverse. Die Türen sind gelb mit orangenen Sternen und die ist jetzt, Vielleicht ist die ja special. Weiß ich nicht. Aber ich will diese Fähigkeit nicht und den Schirm will ich auch nicht. Dann lieber ohne. Ja. Ich weiß nicht so genau, was Vogel mir sagen wollte. Wirst du wahrscheinlich noch sehen. Mama, Vogel hat mich schon wieder verwirrt. Da ist eine Tür. Da ist auch eine Tür. Die Links sieht secret-mäßiger aus. Ich krieg's nicht kaputt. Ah. Was? Nimm das UFO. Was soll ich? Nimm das UFO. Nimm als Fähigkeit? Ja. Ach so. Das war mir jetzt zu schnell. Kann ich es nochmal machen? Guck mal, ob er nochmal da ist. Nein. Okay. Wäre das auch eine Fähigkeit gewesen? Ja. Das war mir jetzt zu schnell und irgendwie. Ich habe nur irgendwas mit UFO gehört und dachte dann so, ja, draufhauen halt. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr starke Fähigkeit. Deswegen ist sie so selten. Ist das so eine Einmalfähigkeit oder ist die einfach so. Das ist eine dauerhafte. Da haben wir bestimmt irgendwann nochmal die Gelegenheit zu. Was macht der da eigentlich in der Ecke? Der jammt einfach. uns. Ich hätte gerne das One-Up da drüben. Da geht's nach oben. Wo muss ich hin? Vielleicht geht's zum One-Up. Vielleicht. Nein! Dann halt nicht. Moment, da ist, glaube ich, der Tod. Ja. Aber ein bisschen sad, dass man seine Fähigkeit einfach instant verliert. Ist das bei den neueren Kirby-Spielen auch so? Das ist, glaube ich, eine Chance, dass du es verlieren kannst, wenn du getroffen wirst. Ich bin jetzt auch einfach von... Aber bei den alten Spielen war es eigentlich oft so, dass du One-Hit und dann Fähigkeiten weg. Vielleicht bin ich auch von 64 verwöhnt, in dem Punkt zumindest. Tada! Oh! Das war fast die richtige Richtung. Aber wen muss ich denn... Aua! Da kam eine Gabel geflogen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich hier... Die scheiß Gabel! Ah, den kann ich auch einsaugen. Die Gabel hätte dich fast schon wieder... Never mind. Zwei Gabeldudes. Okay. No, der Gabeldude ist zurück. Oh no. He wants to know your location. Der einzige, der noch da ist? Ja.
irgendwie das Problem, was ich hatte. Ich dachte, jetzt kämpfe ich gegen Meta Knight und dann kam der einfach nicht. Nee, der hat nur seine Schergen gerufen. Der Typ mit seiner Gabel. Aber interessant, dass der hier auf jeden Fall vorkommt. Der will einfach nur Stress machen. Ja. Hätte schwören können, dass die mir jetzt Schaden machen. Hätte sich trotzdem gelohnt, der Safthaltung 2. Was ist dein Lieblingssaft? Maracuja? Chat, was ist euer Lieblingssaft? Ich glaube, bei mir wäre es irgendwie so eine Mischung, irgendwas Tropisches. Also definitiv nicht purer Apfelsaft, den vertrage ich nicht. Und definitiv auch kein purer O-Saft, den finde ich nämlich gar nicht mehr so geil. Die Tür sieht genauso aus wie alle anderen Woggle. Ich fühle mich verarscht. Keine Ahnung, was Woggle uns damit sagen wollte. Grapefruit, Orange, Orange, Wasser. Wasser ist kein Saft, Ali. ACE, Orange, Orange. Weil Orange finde ich irgendwie mittlerweile auch nicht mehr so geil. Woggle, ich hoffe, du nimmst keine Medikamente, wenn du Grapefruitsaft trinkst. Weil sich Grapefruitsaft mit sehr vielen Medikamenten nicht verträgt. Kannst du eine Fähigkeit wieder aussuchen? Yes. Das Stein? Nee, das Laser, was? Lichtverstärkung durch induzierte Strahlungsemission. Er prallt an Hindernissen ab. Wie cool. Den will ich mitnehmen. Ach ja, und schwarzen Johannisbeersaft finde ich auch immer ganz geil. Dann nehmen wir wohl 4. Wo bist du jetzt gelandet? Kann ich treffen. Okay. Ist okay. Wen hast du getroffen? Das sind auch die angeknabberte Wolken. Ja. Geht's hier noch weiter? Ja. Dann nehmen wir erstmal die Tür. Mr. Piggy! He hates you. Ja. Okay. Beruht auf Gegenseitigkeit. War schön mit dem Laser. Für den kurzen Moment, den ich ihn hatte. Hm? Du hast ein Leben dafür bekommen. Oha! Hast du das gesehen? Hast du das gesehen, Emmy? Ja. Oh. Der landet ja auf der Wolke, ne? Ja. Cool. Bin ich hier kurz safe? Ja. Dann viel Erfolg mit allem, Sophie. Und danke trotzdem fürs Reinschauen. Aua. Das Aua gehörte nicht dazu. Ich denke, ich behalte Feuer mal. Kein Bock auf Stein. Wer ist das denn? Mr. Alami Alami. Get him! Popstar! Aber die geht, glaube ich, nur einmal, oder? Vermute ich mal. Dann ich glaube, alle, wo du so ein bisschen leuchtest, sind nur einmalige. Dann nehme ich die erstmal mit. Soll ich die mal benutzen? Ja. Ich glaube, ein paar Mal mehrmals. Ich glaube, dreimal dann wahrscheinlich? Ja, gut. Kommst du an dein Getränk nicht mehr dran? Du brauchst den Laser. Hm. Der respawnt ja eh jetzt, wenn du zurückgehst. Oder nimmst den. Yay! Moment. Ich kann mit dem nichts machen. Aber wie komme ich da denn mit dem Laser dran? Der Laser prallt an den Ecken ab. Oder an Kanten. An Schrägen. Ah! Cool. Nein! Das war nicht so cool. Gar nicht mehr so dran gedacht.
Warum lachst du mich eigentlich immer aus, wenn ich getroffen werde? Weil sie sah witzig aus. Was bist du denn für ein gemeines Support-System? Er sagt, dass ich supporte. Ich? Ich würde es mir wünschen, aber du lachst mich aber immer aus, wenn ich getroffen werde. Was soll ich denn tun, wenn du getroffen wirst? Nichts! Okay. Nicht lachen! Lieber weinen? Das vielleicht nicht. Dann doch die Tür. Yay. Ich glaube, viel mehr Heilung konnte ich gar nicht haben. Mhm. Aber schön, dass es hier zumindest die Möglichkeit gibt. Die Waddle-Dees finde ich immer etwas anstrengend, weil die nicht einfach auf ihrer Plattform bleiben, sondern grundsätzlich immer meinen, zu mir runterkommen zu müssen. Ich glaube, die meisten Gegner laufen gerne in den Abgrund, wenn sie können. Das war genauso geplant. Wir wollen sie mit einer Kopfnuss besiegen? Ja. Okay. Yay! Was haben wir da jetzt noch? Das Minispiel. Minispiel? Das kenne ich noch nicht. Die Arena. Kämpfe um Maxi-Tomate und Spezialpower. Gut, dass ich gar nicht gefragt wurde, ob ich das will. Du bist in die Tür reingegangen. Und du könntest Eis kriegen. Now I'm cute again. Kann ich jetzt gehen? Ja, und es passiert nichts. Oben raus? Also in der Tür quasi oben drücken? Ach, da ist die Tür! Ich hab die scheiß Tür nicht gesehen! Okay. Hat mich schon gewundert, warum du nicht einfach aus der Tür rausgegangen bist. Ich hab die nicht gesehen! So. Ja, das ist noch ein normales Level, denke ich. Ja, du musst doch. Weil sie wurde nicht getroffen, also muss ich nicht weinen. Du musst auch nicht weinen. Wie lange werde ich hier wohl meine Fähigkeit behalten? Bis zum Ende. Was? Nur geheim, ich bin ja, glaube ich, voll, ne? No. Siehst du, ich bin nicht die Einzige, die die Tür übersehen hat. Oh, ist das... Is it time? It's time. Gib Gas! Ja, okay. Gib Gas! Ja. Nein, mein Reifen. Nein. Nein! Mama! Zurück für den Reifen. Soll ich mal für mich tun? Kannst du eigentlich springen? Nein. Okay, einfach nur Gas geben. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh, sieht aus wie ein Secret. Okay. Toll! Hast du Heilung bekommen? Toll, Jan! Das ist ein Fußballspieler. Weg damit. Junge! Oh, da unten kann ich landen.
sie meinen Reifen noch behalten. Würde ich damit da durchkommen? Ich glaube ja. Egal. Gewinner gehen oben lang. Gemacht hast. Was? Oh, neue Fähigkeit. Der Sprung. Enorme Geschwindigkeit gleich große Kraft. Hilfe? Den kannst du auch aufladen. Kann ich das? Nein. Dann halt nicht. Ich glaube, ich muss auch den Dingern zwischenlanden, kann das sein? Ja. Können wir da bitte... Mann, ey! Sei doch viel nerviger als dein Lachen! Klausenmann. Du kannst auch einfach qualitativ hochwertiges Commentary bieten. Sowas gibt's bei mir? Bestimmt. Was ist hier? Kann ich das schon benutzen? Wie ist aus? Pflege zu anderen Welten. Kannst zurück zur Welt 1. Ja, nee. Will ich ja nicht. Lass mich wieder gehen. Da ist der Ding. Schon wieder ein Minispiel? Schon wieder die Arena. Ja, das ist halt für die Fähigkeit. Für welche? Für was auch immer dir gegeben wird. Ja, aber ich will jetzt einfach zum Boss. Okay. Da. Die Sache ist, wir hatten Whispy Woods, das war ja klar. Mhm. Aber was kommt jetzt? Lololo und Lalala. Die da wären? Ja, Lololo und Lalala. Wer sind Lololo und Lalala? Die Blöcke hin und her schieben. Alternativ ist es, Rocking Roller Skater. Huch. Ich rutsch immer zu weit rein. Nur meine Fähigkeit wieder. Und die rutschen immer in mich rein und ich verliere immer instant meine Fähigkeit. So, meine Güte. Ich bin immer ein bisschen zu weit reingeslidet beim Hochspringen. Und dadurch, dass der Gegner halt auch sich rollend fortbewegt hat. Bisschen unglücklich. Yay. Buttertürmchen. Ist die nächste Welt. Richtig gut jammen zu der Musik. Weißt du, wie viele Welten das Spiel hat? Ich glaube 7. Okay. Die Musik ist echt angenehm. Aber ich glaube sogar, ich würde hier gerne erstmal aufhören. Mhm. Ich glaube nämlich, ich bin jetzt erstmal ein bisschen erschöpft. Mhm. Du klingst nicht begeistert. Steht dem neutral gegenüber. Ach so. Nee, also ich weiß, der Stream ist jetzt nicht ganz so lang heute gewesen, aber ich glaube auch einfach so ein bisschen wetterbedingt, das ist ja auch sehr warm und schwül und pollenlastig, bin ich dann doch ganz froh, wenn ich gleich erstmal wieder ein bisschen mich abkühlen kann. Wir wollen auch noch backen nachher und es muss ja auch nicht immer so extrem lange sein. Klar, bietet sich immer an am Wochenende, weil nach hinten hin natürlich auch noch viel Zeit ist, aber es muss ja natürlich nicht. Aber wir haben auf jeden Fall Kirby 64 abgeschlossen, was ich sehr cool finde. Und wir haben schon mal die ersten beiden Welten jetzt von Nightmare and Dreamland gemacht oder Schattenbedrohen Traumland. Das finde ich auf jeden Fall schon mal ganz gut. Und es hat heute wesentlich besser geklappt als im letzten Kirby-Stream. Und das Spiel gefällt mir auch bis dato sehr gut.
muss ich sagen. Es ist halt sehr, wie gesagt, flott im Vergleich zu 64. Das ist noch ein bisschen... Es wirkt so ein bisschen rutschig, sag ich mal. Ist, glaube ich, einfach Gewöhnungssache. Aber ich finde es bis dato sehr, sehr süß, sehr schön. Und freue mich auf jeden Fall beim nächsten Mal auf die nächsten Welten. Durchspielen? Weiß ich jetzt nicht. Aber wir können auf jeden Fall beim nächsten Mal, denke ich, schon mal dann einen Großteil vom Spiel auf jeden Fall machen. Aber da freue ich mich jetzt auch drauf. Die ersten zwei Welten fand ich schon mal echt cool.